politisches Storytelling. Wir haben uns ja beim Mittagessen schon teilweise auch über Narrative und Geschichten und so weiter unterhalten. Beginnt möchte ich einfach nochmal an dem anknüpfen, wo ich bei Teil 1 aufgehört habe, nämlich bei der Tatsache, dass das mit den Fakten nicht unbedingt gut funktioniert. Der Vortrag basiert hauptsächlich auf einer Monographie, die das politische Storytelling nochmal auch mit dem Forschungsstand zusammengefasst hat, unter anderem auch Werkzeuge an die Hand liefert und einfach generell eigentlich ist der Vortrag komplett darauf aufgebaut. Das einfach noch ab. Und zu Beginn wurde ein sehr schönes Zitat eingeworfen, das ich euch gerade mal zeigen möchte. Die meisten Politiker glauben an Argumente und Fakten. Sie denken in guter, aufklärerischer Tradition, dass man Menschen überzeugen kann, indem man ihnen die besseren Fakten präsentiert. Genau das machen wir auch als Partei. Das mag in Einzelfällen auch klappen, aber nicht in der Masse. Und genau deswegen ist politisches Storytelling so wichtig, weil es eben Fakten unter anderem aufgreift, es greift Themen auf und verknüpft sie allerdings auch mit Emotionen und Bildern. Also Bildern im metaphorischen Sinne. Mit Fakten erreicht man nämlich wirklich nur die, die sich auch davon erreichen lassen wollen. Wer zum Beispiel dem Narrativ anhängt, dass früher alles besser war, der wird sich von gegenteiligen Fakten nicht unbedingt beeinflussen lassen. Wir sehen das bei, ich werde die AfD sehr häufig als Beispiel ansetzen, aber sie ist ein Paradebeispiel für Narrative und Geschichten. Du wirst ein AfD-Anhänger, der von seinem Narrativ, dass Ausländer alle böse sind, den wirst du von der gegenteiligen Seite nicht überzeugen können. Das geht nicht. Warum das so ist, darauf werde ich genau auch noch eingehen. Allerdings, damit wir hier alle gemeinsam auf der gleichen Basis auch nachher argumentieren und reden können, geht es erstmal um die Grundlagen und Begriffe, die mit dem ganzen Konzept des Storytellings überhaupt zusammenhängen. Und zwar besteht ein Narrativ aus einer sogenannten narrativen Struktur. Das ist so eine Art ein Dreiakter, wenn man jetzt von Roman- und Drehbuchkonstrukten aussehen würde, hat einen Anfang, ein Ende und in der Mitte ist eine Transformation. Ich habe jetzt mal hier, wie gesagt, AfD ist ein super Paradebeispiel, das Narrativ genommen, die Flüchtlinge wollen den Bio-Deutschen auslöschen und sind gefährlich. Dieses Narrativ ist in drei Teile aufgebaut, nämlich am Anfang, Merkel hat die Grenzen geöffnet, dann der Transformation, lauter gefährliche Flüchtlinge kamen ins Land und am Ende, jetzt ist die Gefahr für Einheimische, also Bio-Deutsche, sehr groß. Dieses Narrativ ist quasi die DNA der AfD, wenn man es mal wirklich auf das herunterbrechen möchte. Aber zeigt, glaube ich, sehr gut, was ein Narrativ ist und wie ein Narrativ aufgebaut ist. Narrative sind gleichzeitig auch so etwas wie Glaubenssätze einer sozialen Gruppe beziehungsweise im besten Fall sogar einer gesamten Gesellschaft oder Nation. Das sind wesentliche Muster, mit denen wir uns unsere Erfahrungen, unser Wissen erklären. Die gesamte Welt, in der wir leben, ist zumindest nach Müller, aus Geschichten und Narrativen ausgebaut. Man kann alles in Geschichte und Narrative im Endeffekt wieder runterbrechen. Neben Narrativen gibt es natürlich auch noch Geschichten. Geschichten sind nach einer narrativen Struktur aufgebaut, können allerdings viel vielfältiger sein und führen im Endeffekt mal wieder auf ein Narrativ zurück. Bei Geschichten ist es häufig auch so, dass man selektiert. Wenn man zum Beispiel einen Roman schreibt, kürzt man danach sehr häufig sehr viele Stellen raus, die einfach nicht relevant ist für das, was man rüberbringen möchte. Die AfD macht es mit ihren Bio-Deutschen und den Flüchtlingen genauso. Eigentlich ist die Geschichte ganz anders. Und zwar, dass überhaupt ein Krieg erstmal wieder ausgebrochen ist und Leute angefangen haben, davon zu fliehen. Aber das lässt die AfD bewusst weg. Sie selektiert anhand der Ereignisse und bastelt sich daraus in ihr eigenes Narrativ, das in ihren Kram passt. So viel zu Geschichten. Erzählungen, das ist dann quasi die Realisierung der Geschichte. Also, wenn ich euch eine Geschichte erzähle, ist es eine Erzählung. Wenn ich eine Geschichte aufschreibe und ihr sie lest, ist es eine Erzählung. Ein Theaterstück ist eine Erzählung. Es ist immer eine Art, wie man eine Geschichte an andere Menschen weiter kommuniziert. In jeglicher Hinsicht, selbst ein musikalisches Album kann das sein. Storytelling, wiederum für uns relevant. Es wird häufig mit dem Begriff der Erzählung synonym verwendet. Das ist im Prinzip auch, es zeichnet halt den Gebrauch narrativer Ansätze im vor allem politischen Umfeld.
Also ich werde jetzt nicht immer nur politisches Storytelling sagen, sondern der Einfachheit halber nur Storytelling. Behaltet euch im Hinterkopf, dass ich damit immer die politischen Standpunkte auch meine. Hallo Pavel. Gehen wir weiter zu den Geschichten. Eine Geschichte besteht aus mehreren Dingen, und zwar die Aktanten einer Geschichte. Also sie hat nicht nur ihre Plotstruktur, ihren Anfang, ihre Mitte und ihr Ende, sondern es gibt noch so ein paar Leute, die mit reinspielen müssen, damit eine Geschichte auch eine Geschichte wird. Da hat man zum Beispiel zum einen den Protagonisten, also die Hauptfigur. Ein Protagonist, das können die Arbeiter sein, das kann das Kapital sein, das kann die AfD sein, das kann die SPD sein. Der Protagonist verfolgt immer ein Ziel. Ein Ziel kann zum Beispiel sein, die Grenzen wieder schließen zu wollen oder was auch immer. Ein Protagonist kann von alleine auf die Idee kommen, ein Ziel zu verfolgen, oder aber es gibt einen externen Sender bzw. einen Auftraggeber. Das kann zum Beispiel so etwas sein wie Covid. Covid führt ja eigentlich, man kann es euch erzählen, dass Covid uns den Auftrag gibt, unsere Digitalisierung endlich mal voranzutreiben. Wenn ein Ziel erreicht ist, dann ist der Protagonist natürlich derjenige, der hoffentlich von diesem Ziel profitiert. Aber es gibt noch andere Empfänger und Nutznießer eines solchen Ziels. Wenn zum Beispiel in einer Heldengeschichte irgendjemand, keine Ahnung, den bösen Lord Voldemort besiegt, dann profitieren da ein paar mehr Leute davon. Und die Nutznießer, wie gesagt, wenn der Protagonist der Nutznießer ist, dann ist es zum Beispiel beim Klimaschutznarrativ. Wir und unsere Kinder profitieren im Endeffekt davon, wenn wir das Klima gerettet haben, in Anführungszeichen. Das sind die Umwelt und die Menschen. Es können aber halt natürlich auch externe sein, dass zum Beispiel, wenn die AfD sagt, die CDU möchte das deutsche Volk umvolken, dann ist halt die CDU der Nutznießer davon und die, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Ausländer sind halt auch die Nutznießer davon. Wie gesagt, es ist ja scheiße, was sie labern, aber es ist ein super Beispiel. Der Protagonist kann alleine handeln oder aber er hat Helfer, die ihn dabei unterstützen. Das ist zum Beispiel Watson in der Sherlock-Geschichte. Das können aber auch Institutionen sein, wie ein Gerichtshof, wenn wir gegen irgendein scheiß Gesetz kämpfen und eine Klage und Beschwerde einlegen, dann hilft uns ja die Institution dabei, dieses Ziel, das wir erreichen wollen, noch zu erreichen. Das kann aber auch ein zeitlicher Umstand sein. Die Wähler der CDU sterben alle weg, Ziel erreicht. Müssen wir eigentlich nicht viel tun. Ich überspitze sehr gerne, nehmt bitte nicht für so voll. Dann gibt es natürlich auch die Gegenspieler, auch Antagonisten, also die Feinde. Man muss ja mal gegen irgendwas kämpfen. Die Feinde sind vielleicht aus unserer Sicht die AfD, die Nazis, aus deren Sicht der Islamische Staat, Flüchtlinge, was auch immer. Der Feind kann die Erderwärmung sein, es können Dürreperioden sein, Kriege, Hungersnöte, denkt euch irgendwas aus. Es kann alles Mögliche sein. So viel zu den Grundlagen. Narrative. Moment. Darf ich dich ja, natürlich. Noch was fragen? Ja. Da stand Sender. Soll das Sender heißen? Ja, Entschuldigung. Okay, nee. Nee, Sender. Danke. Narrative habe ich ja eben schon erklärt und ich habe es auch schon angerissen. Durch Narrative bilden wir uns unser Weltbild heraus. Weltbild, das sind eigentlich so auch unsere Glaubenssätze. Wie gesagt, das ist individuell, das sind soziale Gruppen, das sind zwar auch ganze Gesellschaften und Identitäten. Man hatte zum Beispiel sein eigenes Weltbild in der NS-Zeit, das sich ja ganz deutlich dann wiederum von anderen Leuten abgegrenzt hat. Wir haben in unserer Demokratie heutzutage viele, durchaus mehrere Weltbilder, dazu kommen wir nachher nochmal genauer, dass man mehrere Grundnarrative hat, die in der Gesellschaft umherwandern. Das ist eigentlich auch ein Zeichen für eine pluralistische Gesellschaft. Wie sehr das zur Gefahr werden kann, das erläutern wir dann noch. Genau, Identitäten habe ich angegriffen. Ich nehme auch schon ein bisschen was vorweg. Wenn wir politisches Storytelling betreiben, ist es immer eine Arbeit mit den Narrativen, also der Identität, die in der Bevölkerung umhergeistert, damit wir in irgendeiner Form auch auf Zuhörer treffen.
Zuhörer, also die Bevölkerung würde uns nicht zuhören, wenn wir nicht in irgendeiner Weise mit denen in Kontakt treten können, beziehungsweise deren Weltbilder, deren Narrative irgendwie aufgreifen können. Kommen wir auch gleich nochmal genauer zu. Identitäten kann man sich auch selbst bauen. Das ist eigentlich das, was Sebastian eben sehr ausführlich erläutert hat. Narrative finden sich auch in Werten, zum Beispiel christlich-abendländische Werte, aber auch das Narrativ der Kindheitsliebe. Und das ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, dass sich so ein Narrativ, obwohl es derselbe Begriff ist, mit der Zeit ändern kann. Denn ein einzelner Begriff sagt erstmal nicht viel aus. Er muss mit einer Geschichte verbunden werden, damit es zum Narrativ werden kann. Bei der Kindheitsliebe zum Beispiel, früher war es eher noch normal, Kinder zu schlagen, nach dem Motto, ich schlage dich, weil ich dich liebe. Heutzutage sieht das mal ganz anders aus, weil die Geschichten ganz anders erzählt werden drumherum. Wir erzählen uns gegenseitig unser Wissen in Geschichten, vor allem das Erfahrungswissen. Wenn ich euch erzähle, dass es nicht gut ist, der Treppe von hier oben bis da unten runter zu springen zu wollen, weil ich das schon mal getan habe, mir dadurch irgendwas gebrochen habe, vermittle ich euch dieses Wissen in Form halt eben einer Geschichte, bei irgendwas, was ich selbst erlebt habe. Erfahrungswissen schreiben wir auch inzwischen häufig aus, und wenn wir auch die Geschichten auslassen, meistens ist es halt wirklich so, dass wir das Wissen durch Geschichten weitergeben. Und Narrative finden sich in unserer alltäglichen Kommunikation, denn die gesamte Kommunikation, die wir haben, ist auf Geschichte und Narrative aufgebaut. Wenn wir uns einfach so unterhalten würden, man erzählt sich immer irgendwelche Anekdoten aus dem eigenen Leben oder das, was man gelesen hat, das, was man gehört hat, es sind immer Geschichten, die miteinander in Verbindung treten, immer Narrative, die sich gegenseitig berühren. Es gibt natürlich mehrere Arten von Narrativen, und zwar einmal die sogenannten Vergangenheitsnarrative. Eins davon ist das, was man damit sagen könnte, wie zum Beispiel, früher war alles besser. Das kommt eher von der rechten und konservativen Seite. Zum Beispiel Trump hat das sehr erfolgreich propagiert mit seinem Make America Great Again. Dieses Narrativ folgt der narrativen Struktur. Früher war es mal toll, dann wurde es scheiße und ich will es wieder toll machen. So in etwa. Auch beim Umwelt- und Klimaschutz haben wir dieses früher war alles besser Narrativ mit drin. Weil wir sagen, ja, früher haben wir die Natur nicht so zerstört, früher haben wir das Klima nicht zerstört, also nochmal vor der Industrialisierung. Ein anderes Narrativ für die Vergangenheit ist das so gut ging es uns noch nie oder das haben wir erreicht Narrativ. Das findet sich unter anderem auch in Diktaturen, die es häufig dazu verwenden, sich selbst anzupreisen, dass die Leute dem dann folgen. Weil wenn die Führungsebene denen vorgaukelt, wir sind so geile Babos, wir haben das und das erreicht, da ziehen die Leute eher mit. Das gibt aber nicht nur in Diktaturen, das geht auch einfach Stolz um Erreichtes in normalen Gesellschaften, zum Beispiel nach der Bewältigung der Finanzkrise. Da kann man dieses Narrativ danach auch verbreiten, nach dem Motto, ja, wir haben es doch geschafft, das ist doch super. Ich habe eine Frage. Ja? Weil zumindest für mich kann ich sagen, dass ein gewisser Erinnerungspositivismus zwar nicht unbedingt realitätsfern sein muss, aber zumindest in dem Gedächtnis der Leute ist es oft so, dass sie sich an die guten alten Zeiten erinnern und wie schlecht diese guten alten Zeiten waren, im Prinzip schon längst verdrängt hast. Ich spüre mir erst ein Narrativ mit rein. Man lässt halt auch gerne mal, es ist ja auch wiederum ein Beweis für die Selektion, die bei Geschichten entsteht. Man erinnert sich halt eher an die schönen Sachen als an die schlechten Sachen. Und selektiert dann anhand des eigenen Nutzens sozusagen. Was beim so gut ging es uns noch nie Narrativ noch zu sagen ist, es wird vor allem von Gruppen verwendet, die an der Macht sind. Wir würden als Piratenpartei niemals auf die Idee kommen, auf Plakat zu schreiben, guck mal, so gut war es uns doch noch nie, wählt uns. Weil das ergibt irgendwo vorne und hinten keinen Sinn. Ein anderes Vergangenheitsnarrativ ist, es ist noch mal gut gegangen. Das wird auch gerne von Menschen erzählt, die an der Macht sind. Zum Beispiel nach Bewältigung der Eurokrise. Also man hat irgendeine Krise, man hat die irgendwie mit Biegen und Brechen das Schlimmste abgewendet. Und dann wird dieses...
Das Narrativ, ja, wie gesagt. Und dann versucht man von der Führungsebene aus ein positives Narrativ daraus zu basteln, dass die Leute vor allem auch nicht unzufrieden sind damit, sondern dass man irgendwas Positives in die Welt reinschubsen kann. Und dann das letzte Narrativ hat der Autor übrigens nicht genauso beschrieben wie ich jetzt da unten, aber kurz sah es toll aus, jetzt ist alles scheiße. Das Narrativ wird gerne von Leuten verwendet, die mal einen Aufbruch hatten, aber jetzt von dem mangelnden Effekt dieses Aufbruchs enttäuscht sind. Und ich denke mal, dieses Narrativ erinnert euch an irgendwas. Da gibt es nämlich eine schöne Geschichte. Die begann so. Mit 8,9% bei der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses 2011. Der nächste Teil der Geschichte geht allerdings so. Ich lasse die Folie jetzt mal ganz kurz auf euch wirken. Das sind alles Screenshots aus realen Presseartikeln bei uns. Das sind meistens die Titel, außer bei Die Piraten streiten auf Kindergartenniveau und bei den Piraten vergeht kaum ein Monat ohne Gate. Das stammt aus einem Artikel, der da heißt 5 Gründe, die Piraten nicht zu wählen. Das hat ein... Ich habe nicht lange gesucht. Mir reicht eigentlich schon die Sackkarre. Ist schlimm genug. Das wäre passiert? Ja. Noch an Wikipedia auf. Ja, das ist alles. Und Taus war jemand, der wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt wurde. Okay. Auch ein Pirat. Aber du kennst die Story dahinter. Unser das ist egal. Es geht nicht darum, was die eigentliche Story dahinter ist. Es geht darum, dass das von uns in den Medien umhergeschwappt ist. Und zwar exzessiv. Und das war unter anderem. Natürlich nicht nur der Einzelne, wir hatten innerparteilichen Streit zusätzlich, wir hatten noch alles Mögliche, aber das war für die breite Öffentlichkeit unter anderem ein Punkt, warum dann das hier passierte. Und bisher endet unsere Geschichte genau da. Das ist in etwa die Geschichte, die von uns in der Öffentlichkeit existiert. Pirat da, war mal irgendwie toll, dann passierte das und das und das und ja, jetzt sind die halt weg. Gut, was man daraus aber auch lernen kann, ist, dass Schadenbegrenzung nicht funktioniert. Denn gerade die Sache Taus hat als erstes mit, als der Skandal hochkam, darum geht es mir gerade gar nicht. Darum geht es mir gar nicht. Ja. Mir geht es wirklich nur um das Narrativ der Piratenpartei in der Öffentlichkeit. Mhm. Wobei, jetzt muss man ja dann nicht beipflichten. Also, du kannst damit Control betreiben, wenn du kannst. Ja, aber das wie gesagt, Leute, darum geht es nicht. Es geht nicht um Schadensbegrenzung. Aber es geht wahrscheinlich auch nicht direkt um, was du sagst, aber mich würde es einfach interessieren, vielleicht weißt du es. Ich meine, jede Partei hat schlechte Nachrichten, die CDU auch und gerade so mit so Kindermissbrauchsgeschichten und so ohne Ende. Warum kommt es dazu, dass das bei uns so brutal durchgeschlagen hat und auch so eindringlich war und bei anderen Parteien geht es dann irgendwie unter? Meine Theorie da ist, dass wir einerseits nicht auf eine Parteienidentifikation in der Gesellschaft bauen konnten, weil wir einfach noch recht neu waren. Andererseits, bei uns hat der Strom dieser Nachrichten nicht nachgelassen. Klar, es gab jetzt so die Spitze des Eisbergs mit Taus und Klaus Brunner, aber bei uns ging ja ein Skandal jagte das nächste Skandal und gleichzeitig haben wir uns währenddessen innerparteilich noch selbst zerlegt. Also da kam ein bisschen davon, dass wir damals waren wir ja sehr jung gewesen als Partei, dass wir vielleicht auch nicht so gute Connections hatten zu Presse und so weiter, weil ich merke es halt schon, dass es in der sagen wir es mal so, die Presse hat sich gegen uns eingesprochen. Ja, weil es einfach war. Also klar, wenn du die Schlagzeilen von der Bild nimmst, brauchst du nicht zu wundern, wir waren, wenn du mal das nächste Bild wieder machst nochmal, ist so nett. Genau, da siehst du eben dann auch eine andere Partei, die auf einmal groß geworden ist. Ja, das wir waren Protest. Und wir haben als Protestpartei auch Wählerstimmen bekommen, weil wir gesagt, ja, ihr seid die Richtigen. Leute, ich muss reinkriechen, weil ihr geht schon wieder zu sehr ins Detail. Ja, ihr versucht Erklärungen zu finden, aber ein Narrativ sucht nicht nach Erklärungen. Es geht hier darum. Das ist die Geschichte, die in der breiten Öffentlichkeit von uns umherkursiert. Die Leute interessiert es nicht, dass die AfD aufgeschwungen ist. Die denken nicht so weit. Ich will nicht darüber diskutieren, warum wir damals jetzt die Wählerstimmen verloren haben. Das ist jetzt für unseren jetzigen Schaffen, das ist wurscht.
Es geht mir darum, das ist die Geschichte der Piratenpartei, die von uns umhergeistert. Punkt, fertig. Und unser vorheriges Narrativ war das erfolgreich. Und war zu dem Zeitpunkt eben halt noch nicht in der Weise etabliert, wie das bei anderen Parteien der Fall ist. Da geht nämlich dann jemand, der außerhalb des Narrativs sich verhält. Der störte zwar ein bisschen, aber der wird dann so als Ausnahme quasi gezogen. Wenn das bei dir aber nicht gefestigt ist, diese Geschichte, dann schlagen die anderen Dinge halt regelmäßig auch mit rein. Sebastian? Was ich noch sagen wollte ist, mit der Grund war, dass wir natürlich wenig Open Media haben, dass wir nicht irgendwo Verlagshäuser besitzen, die einfach mal andere Geschichten pushen, versuchen andere Geschichten zu erzählen, sondern dass es, also wir konnten kein neues Narrativ setzen. Und ich glaube, dass das schon auch dann dazugehört, die Frage, was für eine Geschichte kannst du bauen, die interessant genug ist, dass sie dann alternativ erzählt wird. Du hast, kannst im Crisis Management, in dem kannst du versuchen, kannst immer versuchen, was dagegen zu machen, aber das wird nicht funktionieren, weil du kannst einen Frame nicht negieren, ohne ihn erst zu stärken. Mhm. Ja? Du kannst nur versuchen, ihn durch eine andere Geschichte zu ersetzen. Und dann sind wir halt wieder beim Storytelling. Welche Geschichte fängst du denn dann zu erzählen, die mindestens die gleiche Zugkraft hat, um es zu verdrängen? Und welche Möglichkeiten hast du? Wie gesagt, ich dachte schon, dass es durchaus Diskussionsbedarf gibt, wenn ich die zweite Folie zeige. Aber mir geht es nicht darum, wie die Geschichte eigentlich war. Ich kenne das alles. Ich persönlich weiß, ich habe mich durch die Geschichte der Piratenpartei durchgewühlt. Ich weiß so in etwa, wie alles war. Allerdings interessiert das Greta, also Gerta da draußen. Du kennst nur das Storytelling der anderen. Ja, aber das Storytelling, was andere über uns erzählen, das hat Sebastian auch gesagt, das ist ja das Essentielle. Ja, aber und das, genau das hier, das verbreiten auch wir selbst als Partei weiter, weil wir teilweise eine Pessimismusstimmung haben, von wegen so, ja, wir kriegen nur 0,4%, das ist alles scheiße. Weil das, wie es da ist, diese 1,7%, würden wir die bei der Landtagswahl kriegen, dann hätten wir Party am Start. Aber derbe. Das heißt, das wurde immer noch schlimmer seit 2016. Natürlich, da spielte die AfD mit rein. Aber es geht hier um ein Narrativ, eine Geschichte, selektiert bewusst. Und das ist einfach von uns selektiert da draußen herumgeistert. Inzwischen ist sogar noch ein vierter Punkt mit dazugekommen, hat diesen abgelöst, nämlich wir haben keinen Balken mehr und gibt es die Piraten noch. Ja. Was ich jetzt dazu noch erwähnen möchte, ist, stand jetzt nicht in der Literatur mit drin, allerdings. Das Narrativ besteht erstmal aus dem Dreiakter. Man kann allerdings auch eine Geschichte weiterspinnen und sagen, das ist eben nur die Krise zwischendrin auf dem Weg zum Erreichen des eigentlichen Ziels. Wir können sagen, okay, dann lief es halt zwischendrin mal richtig scheiße, aber dann machen wir es halt jetzt noch besser. Wir können das weiterspinnen bzw. ein Alternativnarrativ erfinden, das vielleicht sogar hier startet und das dagegen verbreiten, dass nicht dieses, was ich euch eben vorgestellt habe, von uns in der Öffentlichkeit vorherrscht, sondern dass wir das sukzessive ablösen mit etwas Neuem, mit etwas Besserem, mit etwas Positivem, mit einem sogenannten Zukunftsnarrativ. Zukunftsnarrative können Kontra und Pro sein. Politische Programme sind auch immer Zukunftsnarrative, sowohl Kontra als auch Pro. Damit eine Zukunftsgeschichte erzählen kann. Also Zukunftsgeschichten sind wichtig, zum Beispiel Unternehmen, und wir haben inzwischen oft genug gehört, dass die Politik sich inzwischen auch so oft verhält wie auf dem Markt, müssen überzeugende Zukunftsgeschichten erzählen, damit sie ihr Produkt online kriegen. Du kannst ihnen nicht einfach irgendwas hinstellen, ohne was dazu erzählen, was vielleicht sogar noch Emotionen auslöst und so weiter. Ein Zukunftsnarrativ ist natürlich fiktional. Niemand weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Man kann Modelle erstellen, klar, aber hundertprozentig wissen kann es keiner. Aber das ist bei Zukunftsnarrativen noch erstmal wurscht. Zukunftsnarrative werden in der Politik auch gerne mal Visionen genannt. Und das ist genau das, wo Sebastian noch anknüpfen wird nachher. Es gibt größere Zukunftsnarrative der letzten Jahre, sich eigentlich bei Pro- und Contra-Geschichten zusammenfassen lassen. Und von diesen Pro- und Contra-Geschichten gibt es insgesamt vier Arten. Das erste wäre einmal Monster in the House. Es ist im Endeffekt, ein Monster dringt in einen geschlossenen Raum ein, aus dem man nicht fliehen kann, und es entbrennt ein Kampf auf Leben und Tod. Solche Monstergeschichten sind unter anderem die Klimakatastrophe, Einwanderung,
Unter anderem aber auch bei einigen Leuten, die Reichen und die Eliten, können unter anderem auch die Monster sein, gegen die man kämpfen muss und so weiter. Eine Monstergeschichte ist eine Kontrageschichte. Man ist immer gegen etwas. In der Hoffnung, es wird danach besser, aber in der ersten Linie ist es negativ behaftet, weil man kämpft gegen etwas. Man ist in einer Gefahr, der man sich irgendwie stellen muss. Man muss irgendwas machen. Angst ist hier einer der größten Faktoren, mit dem man das spielt. Eine Mischung aus Pro- und Kontra-Geschichten sind die sogenannten Anpassungsgeschichten. Das heißt, irgendeine Entwicklung oder Veränderung bricht über uns herein und die wird erstmal als negativ betrachtet. Und man kann die aber nicht bekämpfen wie ein Monster, sondern man muss sich irgendwie damit arrangieren. Man muss irgendwie gucken, wie lebe ich jetzt mit diesem großen Stein, der hier in mein Haus eingebrochen ist. Wie mache ich das jetzt? Wie baue ich da was drumherum? Also es ist immer so eine Sache, wir müssen uns irgendwie damit abfinden. Es ist auch mit einem negativen Touch mit drin. Die für uns auch wichtig unter anderem sind so Themen wie Digitalisierung, die gerne in der Gesellschaft als kontranarrativ angesehen wird. Es gibt in Deutschland kaum Pro-Narrative über Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung, jetzt mal nicht von der Piratenseite aus gesehen, sondern in der Regel ist Digitalisierung, ja, müssen wir halt irgendwie machen. Und wir können mal gucken, ob wir das Beste damit quasi herausziehen, aber wir können uns nicht gegen wehren, wir müssen es hinnehmen. Das klingt jetzt vielleicht nicht unbedingt immer so negativ, aber es ist negativ. Man kann natürlich von den Chancen der Globalisierung reden, von den Chancen der Digitalisierung, von den Chancen des Kapitalismus. Man kann immer von Chancen und möglichen guten Sachen für die Zukunft, man kann die immer erwähnen, aber es bleibt, auch wenn der Pro-Anteil überwiegt, eine Geschichte, die nicht rein auf dem Pro-Anteil basiert. Das müssen wir uns immer im Hinterkopf behalten, weil die Digitalisierung ist Piratengeld. Frage, jetzt nicht Digitalisierung, sondern Anpassungsgeschichten, diese Konnotation zum Negativen, hat das auch was damit zu tun, dass per se eine extern exogen erzwungene, also reduzierte Anpassung immer als negativ empfunden wird? Also genau. Veränderung ist schlecht. Menschen mögen Veränderungen nicht, deswegen okay. Ist Veränderung immer also das erstmal. Genau, das spielt damit rein. Es gibt noch einen anderen Ansatz, dieses Storytelling ins Positive zu bringen. Und zwar in dem Moment, wo man von einer imaginären Zukunft versucht, in die Vergangenheit zu blicken und dort sozusagen imaginäre Fakten, sozusagen wie irgendwas passiert ist oder ähnliches, darzustellen. Wir reden aber erstmal von Zukunftsgeschichten. Die machen wir jetzt auch erstmal fertig. Es gibt zwei Arten von Pro-Geschichten. Das obere, das goldene Vlies. Das sind Zukunftsgeschichten mit einem klar formulierten Ziel, das man erreichen will. Wenn man das erreicht hat, ist man super toll, happy und braucht nichts mehr. Das ist gerne bei den marxistischen Zukunftsgeschichten so gesehen. Hat man das erreicht, was man erreichen will, muss man auch nichts mehr verändern. Die Gefahr bei diesen Geschichten ist unter anderem, dass es einerseits zu ideologischen Verhärtungen und Sektenbildung neigt und andererseits auch, dass die Menschen danach nicht so zufrieden sind mit dem, was man eigentlich vorher versprochen hat. Deswegen gibt es auch noch den Aufbruch ins Unbekannte. Hat man sehr schön bei der Hippie-Bewegung gesehen. Es gab kein klar formuliertes Ziel, es gab einfach nur das Ziel, so, ja, wir haben die Vorstellung, wie wir in Zukunft leben möchten, was wir damit machen könnten, aber wo das jetzt genau hingeht und wann wir aufhören oder ob wir einfach immer weitermachen, das wissen wir selbst nicht, aber es ist ein positiver Vibe und hey, mach mal mit. Hat ja auch ziemlich gut Anklang gefunden. Natürlich, hier ist die Gefahr, ist das Negative, es gibt kein klar formuliertes Ziel. Das heißt, die Leute, die gerne was Konkretes in der Hand hörten, die werden sehr enttäuscht, weil man nichts Klares dabei formuliert. Andererseits ist halt hier nicht nach Erreichen irgendeines Ziels Schluss. Es gibt keinen Punkt, wo man enttäuscht sein könnte. Es gibt nicht die Gefahr von Sektenbildung, also zumindest nicht so stark. Und der positive Vibe hört bestenfalls nicht auf. Narrative und Geschichten können sich auch von Kontra- zu Pro-Geschichten wandeln, sollten sie bestenfalls auch tun. Das heißt, es geht dann von Monstergeschichten zu Anpassungsgeschichten, zu Fließgeschichten, zu unbekannten Geschichten. Was zum Beispiel laut Müller wichtig dafür ist, wäre, dass das Klimaschutznarrativ, was eine Monster-in-der-Haus-Geschichte ist,
sich bestenfalls zu irgendwas entwickelt, was ein Aufbruch ins Unbekannte ist. Dass man nicht immer nur ständig sagt, wir müssen gegen die Erderwärmung, wir sind gegen Kohlekraft, wir sind gegen, sondern dass man versucht, Klimaschutz zu nehmen und das Positive allein herausgreift, ohne ständig zu betonen, ja, wir müssen die Klimaerwärmung stoppen, wir müssen das verbieten. Unter anderem deswegen auch haben sich die Grünen das Framing als Verbotspartei eingehandelt. Es ist natürlich leichter, gegen etwas zu sein, als eigene Vision zu entwickeln. Das, denke ich mal, ist uns allen klar und das ist auch ein Problem, was ich auch als Pressesprecher Hessens gerne und oft falsch mache, dass es natürlich leichter ist, irgendeiner baut Scheiße, Piratenpartei findet das Scheiß, Piratenpartei ist gegen, Piratenpartei das und immer irgendwie negativ konnotiert. Das ist auf meiner Seite natürlich auch einfacher, als wenn ich ständig gucken müsste, wie baue ich jetzt irgendwas Positives. Weil selbst unser Programm ist nicht durchgehend positiv besetzt, weil wir natürlich auch gegen viele Dinge sind, dazu kommen wir dann gleich. Warum man das nicht machen sollte, ist, dass einfach Kontrageschichten durch Angst motivieren. Und eine Gesellschaft, also das funktioniert nur kurz, man kann durch Angst sehr gut motivieren. Wir sehen es bei Friday for Future. Das funktioniert einwandfrei. Aber eine Gesellschaft, die zu lange in Angst lebt, die wird entweder verrückt oder gleichgültig. Und ich glaube, man hat es sehr gut bei Corona gesehen. Während am Anfang noch alle das Virus ernst genommen haben und wir uns wirklich an einem Riemen gerissen haben, gibt es jetzt inzwischen die Querdenker, Realitätsverweigerer und was weiß ich alles, die halt denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber auch Corona einfach negieren. Sie leugnen es einfach, sie werden gleichgültig, beziehungsweise sie sind so verrückt geworden, dass sie die Angst bewusst unbewusst ausblenden. Das ist unter anderem psychologische Erklärung dafür, warum diese Art von Leuten entstanden ist. Und da geht es mir jetzt nicht unbedingt um die Impfgegner, sondern wirklich um die Corona-Leugner generell. Einfach sagen, nö, die Gefahr gibt es nicht, dann habe ich nicht in Angst zu leben, wo gut ist. Wenn eine Bewegung, die außer Kontranarrativen über nichts weiter verfügt, der geht irgendwann die Luft aus. Das ist die Gefahr bei der Klimabewegung. Deswegen ist unter anderem so wichtig, dass sie sich irgendwann zu einer Pro-Bewegung verändert. Es fällt dann, wie gesagt, es fällt entweder an sich zusammen oder man entwickelt etwas Alternatives, was neben diesen Kontrageschichten existiert, sondern Pro-Geschichten, die diese schreckliche Narrative von einer schrecklichen Zukunft auf lange Sicht ablösen können. Dass die Menschen wieder für etwas sein können, für irgendwas sinnstiften, dass es sich für irgendwas lohnt. Damit zu machen, zu arbeiten, vielleicht auf sich selbst einzuschränken und halt, wie gesagt, nicht gleichgültig oder total verrückt werden. Beide Formen von Narrativen sind wichtig für Gesellschaften. Allerdings erzielen die Pro-Geschichten auf die lange Frist mehr Wirkung. Wie gesagt, durch Angst motivieren geht sehr schnell und auch sehr gut, aber irgendwann ist die Luft raus. Und wenn man keine Zukunftsvision hat, wo es hingehen soll, dann ist die Wirkung der Angst auch irgendwann vorbei. Man braucht etwas, an dem sich Leute festhalten können. Und das ist in der Regel eine bessere Zukunft. Wenn eine Gesellschaft keine Zukunftsnarrative hat, dann hat zwei Optionen. Weiter so, beziehungsweise CDU oder halt auch Rechtspopulismus. Das sind Gründe dafür, warum es in der Gesellschaft Deutschlands an Zukunftsnarrativen mangelt, weil unsere großen Volksparteien höchstens ein Weiter-so propagieren, aber keine bessere, ich sag jetzt mal, goldene Zukunft, auf die es sich lohnt, wirklich hinzuarbeiten. Das sind zumindest nach diesem Ansatz Gründe dafür, dass die AfD auch so erstarkt ist, unter anderem. Und was wahrscheinlich vielleicht sogar auch ein Grund, warum wir unseren Aufschwung hatten, weil wir viele Wähler der AfD hatten. Klingt jetzt erstmal hart, aber könnte so gewesen sein, darüber können wir aber nachher noch diskutieren. Ich habe jetzt ein paar Plakate für euch zusammengestellt. Das sind alles Plakate der Piratenpartei. Die unteren drei rechts sind aus Hessen von der letzten Landtagswahl. Das sind alles Kontranarrative. Oben links ist Europawahl 2019, dann Transparenz statt Korruption, fühlst du dich jetzt sicher als über 5 Grad, letzte Bundestagswahl,
Und das von Frank Herrmann und das mit der Kohle, das hing in NRW bei der letzten Wahl. Das sind alles Geschichten, dass wir gegen irgendetwas sind. Wir motivieren damit durch Angst. Vor allem bei der Überwachung motivieren wir sehr gerne durch Angst. Ja, Pavel? Ach so, okay. Alles klar. Und die unteren drei bei der letzten Landtagswahl? Ja. Dann hätten wir die Katzen gehabt. Nur nein, nee, das war noch, ihr hattet noch andere. Es gab auch noch andere als die Katzen. Und das sind zum Beispiel diese drei. Okay. Ich habe noch ein paar mehr. Da habe ich noch ein bisschen weiter in der Vergangenheit gegraben. Das sind auch alles Plakate, die wir mal hatten. Und ja, auch die Mach-Dich-Frei-Kampagne der Saarländer. Es sind eigentlich wirklich bis halt in die tiefste Vergangenheit arbeiten wir natürlich mit Kontranarrativen. Ich sage auch nicht, dass wir nicht mit Kontranarrativen arbeiten sollten, weil manche unserer Themen können wir nur mit Kontranarrativen bespielen. Das geht, glaube ich, nicht aber anders. Leben ohne Angst, Grundeinkommen, ist das ein Kontranarrativ? Du zielst auf die Angst ab, ja. Genau, das ist eine negative Dimension dabei. Genau. Weil eigentlich könntest du sagen, für eine sichere Zukunft durch zum Beispiel und dann hast du das halt. Sebastian? Wie ich sagen würde, du kannst einem Frame nicht widersprechen, um ihn vorzuschlagen. Ja. Mhm. Und über, kannst du mal einen zurückgehen? Ja, natürlich. Ich finde nämlich das mit dem Frank, das finde ich ziemlich geil, erstmal weil er halt gut dasteht. Aber wenn halt da Zukunft ohne Überwachung ist nicht so toll, aber wenn da steht für digitale Freiheit, was weiß ich, also irgendwas Positiveres, wird es mehr Leute anziehen am Ende des Tages als so, weil irgendwann. Also zum Beispiel das rechts unten, das finde ich jetzt halt nicht so, spricht mich nicht so an, der Inhalt vielleicht schon, aber das ist, das wählst du nicht, weil das ist zu schwarz-weiß, das ist zu hart. Was ist eine digitale Freiheit? Ich will nur drauf raus, okay. Den Beispiel muss man sich überlegen, aber ich will drauf raus, dass was Positives dasteht, die Leute einen Nutzen haben. Also das Ding, das Negative wegzunehmen, ist erstmal kein Nutzen. Kassi. Was, save your Internet? Ja, save your Internet. Es ist auch, unser Internet ist bedroht. Die Upload-Filter, die CDU bedroht unser freies Internet. Das Save your Internet ist im Endeffekt der Begriff für ein Narrativ, das darauf abzielt, CDU macht das Internet kaputt. Es zielt auf die Upload-Filter ab, gegen die wir protestiert haben. Es ist, deswegen habe ich es herausgehoben, weil Save your Internet leider auch etwas Negatives anspricht. Wählt keine CDU, sondern wählt die Piraten, sonst haben wir ein schlechtes Internet oder so. Darf man das mittlerweile in der Werbung? Darf man es ja, ne? Ja, ich das gleich. Ja, das nee, war. Du willst aber eine Alternative haben, die da sonst nee, so nicht drauf ist. Nur in der Zukunft zu sprechen. Ja, dann musst du es nochmal umformulieren. Aber wir können auch jetzt schon zu Zukunftsversprechen übergehen, wenn ihr wollt. Da habe ich noch eine Folie. Wir haben Zukunftsversprechen. Und die hatten wir auch in der tiefsten Vergangenheit. Wobei digital leben, digital lernen, stehen einige Leute vermutlich auch als wilde Angstmacherei. Kann man so sehen? Guter Einwand, habe ich jetzt nicht so gesehen. Wenn ihr jetzt 60-Jähriger ja, dass die Digitalisierung durchaus auch eine Gefahr für manche darstellt und für manche vielleicht sogar nicht nur eine Anpassung, sondern ein Monster ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Und bei den anderen links daneben gemeinsam bauen, je nachdem, was du für Schwiegereltern hast. Was wir auf jeden Fall als Pro-Narrative in der Piratenpartei immer haben, ist einerseits zum Beispiel sowas wie das, stell dir vor, du wirst gefragt. Wir können das negativ rüberbringen, aber wir kriegen es eigentlich sehr gut hin. Unsere Bürgerbeteiligung, die wir haben wollen in der Gesellschaft, dass wir die mega gut positiv rüberbringen können. Unter anderem mit diesem direkten Plakat, weil dieser Spruch, wo jetzt Anja drauf ist, der ist in vielfältiger Form, ist der eigentlich in unserer gesamten Plakathistorie vertreten. Das Plakat oben links, auch aus unserer LTW-Reihe, ist übrigens das einzige aus der gesamten Reihe mit einem positiven Versprechen. Weil natürlich auch gemacht wird mit dem düsteren Bild. Ja, das ist noch eine andere Geschichte. Aufs Design gehe ich eigentlich nicht ein. Selbst die Offenbacher haben es super gut hinbekommen, mit ihrem Badeschiff ein positives Zukunftsnarrativ zu erfinden. Und ich sage mal so, man kann vom Design halten, was man möchte, aber sie haben es irgendwie hinbekommen, damit ein paar Stimmen zu erhaschen. Weil so schlecht ging deren Wahl jetzt auch nicht aus. Ja? Ganz ehrlich, dieses Rising Sun Plakat finde ich nach wie vor sehr fragwürdig. Welches? Und rechts unten. Warum?
fühlt sich erinnert an die japanische Kriegsflagge. Ja. Ja, wie gesagt, ich gehe bewusst nicht aufs Design ein, weil ich davon auch keine Ahnung habe, sage ich ganz ehrlich. Ich gehe auf die Geschichten ein, die erzählt werden mit diesen Plakaten. Das Einzige, wo ich jetzt auf die Bildsprache mit eingehen möchte, sind die beiden hier. Ja, schau mal. Diese Plakate hätten bei der letzten Bundestagswahl bei uns hängen können. Das sind die Plakate, die eigentlich entworfen wurden, die im Brandenburg und Baden-Württemberg und ich weiß nicht noch, wo noch, gehangen sind. Und das sind nur zwei. Es gab auch in dieser Kampagne negative Zukunftserzählungen. Was diese Kampagne allerdings sehr gut gemacht hat, ist, dass sie sowas wie Verantwortung ist Weber, Würde ist Weber, Freiheit ist Weber, Teilhabe ist Weber. Denkt euch irgendwas aus. Das kam auf jedem Plakat. Das heißt, selbst bei dem einzigen Plakat in der gesamten Kampagne, wo es stand, wir sind gegen Korruption, selbst da haben die es mit einer positiven Message verbunden. Zumindest haben sie es versucht, ja? Es gab, wenn auch nur auf so einer Art Postkarte, so eine Art Mini-Plakat, Piraten wählen, Grüner wird's nicht. Das fand ich eine mega geile Aussage. Stefan? Also ich finde es echt top. Und zwar wollte eigentlich nur bestärken, was heute schon halt vorgetragen wurde. Es geht halt auch echt nur, wenn da so eine Art Vorarbeit geleistet wird. Das kann man jetzt nicht einfach so machen, sondern da muss wirklich eine Richtung bestimmt werden irgendwo und sich alle müssen da irgendwie an einem Strang ziehen. Wenn man es jetzt einfach so ad hoc hinstellen würde, würden die Leute, die Bürger wahrscheinlich ein bisschen irritieren. Ne? So, ja, das sind jetzt mit unseren Leuten, die eigentlich immer dagegen sind, uns plötzlich sowas. Ne? Was ich bei diesem Plakat noch ein bisschen hervorheben möchte, weil wir von Storytelling reden, ist bei beiden Plakaten fungiert die Bildsprache auch gleichzeitig als zusätzliche Komponente der Geschichte. Vor allem, was ich sehr schade finde, die gesamte Kampagne hat kein Plakat über Klima, deswegen habe ich es bei Umwelt jetzt genommen, beispielsweise, aber es erzählt die Geschichte für die Kinder. Es ist eine positive Möglichkeit, auf die man hinarbeiten kann. Das ist eine Art, wie man die Klimakrise, was ja schon negativ behaftet ist als Begriff überhaupt, wie man die in ein positives Bild rücken kann. Und wer bei Kindern nicht sofort mit Emotionen anspringt, das sind dann vielleicht Leute wie ich, aber wir sind deutlich in der Minderheit, von daher bin ich echt kein Paradebeispiel. Und dieses für die Kinder. Ich war, als das, ich weiß nicht, wann es genau war, im Hambacher Wald, diese riesengroßen Proteste, ich war dort und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Spruch mit Bändern an Bäumen gebunden irgendwo, was weiß ich, überhaupt gelesen habe. Das ist etwas, also eigentlich eine der besten emotionsgeladensten positiven Zukunftsgeschichten, die man über Klima erzählen kann. Und halt auch, weil das Leben ist lebenswert, es wird halt einfach nicht gezeigt gegen Altersarmut oder gegen schlechte Gesundheitsversorgung im Alter, gegen schlechte Alterspflege, was weiß ich, sondern es werden glückliche Menschen gezeigt. Das ist, guck, darauf können wir hinarbeiten, weil im Endeffekt jeder, der darauf anspringt, der weiß, dass es scheiße ist. Aber es ist noch ein anderer Punkt da und der hat wirklich was mit Gestaltung zu tun. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Ich bin neulich an der Werbung vorbei und die war wirklich schlecht. Also über Milch oder so, oder Veggie-Milch oder so, ne? So eine Sojamilch oder so. Aber im Hintergrund war so ganz verschwommen einfach eben was Milchiges und so weiter und den Spruch irgendwie, wir haben trotzdem eine gute Milch, das ist ein ganz schrecklicher Spruch, aber es war halt in sich homogen und geschlossen und das ist halt auch das, was die Bilder halt zeigen. Ich weiß, es ist Gestaltung, trotzdem ist es halt sehr wichtig, weil steht Würde da, die Frau schreibt Würde aus, der Mann auch, der nimmt sie quasi Würde von den Armen und so weiter und das ist das, was auch bei den anderen gefehlt hat. Denke ich, ein wichtiger Punkt auch. Ich würde mir eins noch ergänzen, es sind auch Bilder sowieso, aber auch Botschaften, mit denen man sich gerne assoziiert. Ja? Also man assoziiert sich, glaube ich, sehr gerne mit etwas positiv nach vorne schauen. Ja. Und das, deswegen habe ich halt auch herausgegriffen, weil das ist auf dem Plakat heruntergebrochen. Ein verdammt gutes Storytelling auf allen Ebenen, die es zusammen verbindet. Das ist etwas, worauf wir hinarbeiten können für die Landtagswahl. Wenn wir sowas erreichen, dann haben wir es verdammt gut gemacht. Stellschrauben. Man kann Geschichten, obwohl es eigentlich eine und dieselbe Geschichte ist, verändern, indem man einzelne Dinge verändert. Diese Stellschrauben, an denen man da drehen kann, zu kennen, ist vor allem wichtig, um Narrative anderer Parteien zu durchschauen, damit man
und man auch selbst politische Ziele in Geschichten packen kann und weiß, wie sie eigentlich wirken und warum. Geschichten sind, wie gesagt, oftmals auch zu komplex und wir haben es ja schon häufiger gehabt, in der Politik muss man vereinfachen, die Leute einen verstehen. Und das kann man sehr leicht machen, indem man an der Geschichte die Stellschrauben verändert. Man muss die Politik kürzen. Wir haben hier wieder mal das Flüchtlingsbeispiel und zwar haben wir Geschichte A, wie sie 2015 noch war, und dann Geschichte B, das, was die AfD daraus gemacht hat. Man kann die Stellschraube 1, den Anfang verändern. Von in Syrien wütet ein schrecklicher Krieg zu, Merkel hat die Grenzen geöffnet. Dadurch hat die AfD nicht nur einerseits den Fokus der Geschichte verändert, nicht von dem Leid auf eine Handlung einer Politikerin, sondern sie hat auch den Zeitpunkt verändert. Der Krieg war schon vorher da, bevor wir die Leute aufgenommen haben. Das heißt, sie haben einfach mal den Anfang der Geschichte bewusst ausgelassen und das da an den Anfang der Geschichte gestellt und Leute glauben es. Was man verändern kann, natürlich logischerweise als nächstes, ist das Ende. Und das ist, eigentlich sagt es selber aus, die Menschen sind hier. Aber sie sprechen damit unterschiedliche Dinge an. Weil, dass wir versuchen zu helfen und wir sind überfordert, damit assoziiert man zwei komplett unterschiedliche Sachen. Das transformierende Ereignis, also der Mittelteil, ist ja auch wiederum verändert, weil auch der Fokus von den Menschen, die fliehen, auf quasi uns als Land gelenkt wurde und uns gleichzeitig noch eine Eigenschaft zugeschrieben wurde, also diesen Menschen, die geflohen sind, gleichzeitig eine negative Eigenschaft zugeschrieben hat. Also es ist wie eine Flut. Eine Flut ist immer was Negatives. Also die Worte sind auch wirklich bewusst so gewählt, dass es gleich als negativ behaftet wird, nicht okay, Merkel hat die Grenzen geöffnet und die Menschen kamen zu uns und haben Hilfe gesucht, sondern es ist eine Flut. Sie hatten uns überfordert, wir wurden überrollt. Es ist negativ, es ist schlecht, wir müssen es loswerden. Deswegen, wir müssen, also bei Storytelling kann man genau auf einzelne Worte achten, auf einzelne Begriffe, die man verwendet. Sebastian. Ich finde es total wichtig, was du sagst. Und ich würde es irgendwie gerne unterstreichen. Weil du siehst, du hast ja gerade so super schön beschrieben, wie wenn dieser und plötzlich wird aus den Menschen, die flüchten, eine, nicht nur eine Flut, sondern eine überwältigende Flut. Und damit transportiere ich nicht nur ein Gefühl, sondern eben auch wieder eine Angst. Also, ich weiß nicht, wie viel Angst das ist, aber ich glaube, das macht auch gleichzeitig deutlich, wie wichtig es ist, dass wir in der Kommunikation das Gleiche sagen. Dass, wenn ich jetzt sagen würde, wir brauchen Sprechzettel, dass wir dann tatsächlich auch schlüssig die gleichen Wörter sagen, damit die wiederhallen und sich ständig wiederholen und hängen bleiben. Ja? Das wird wahrscheinlich den meisten Piraten die Nackenhaare aufstellen, dass sie irgendwie Zettel bekommen, wo draufsteht, was sie sagen sollen. Aber so ist das nun mal bei den meisten anderen Organisationen, die versuchen, also unsere die Möglichkeit und auch die Macht, die wir haben, ein Narrativ zu gestalten, ist geringer als bei anderen. Aber wir können dann versuchen, dieses Letzte rauszuholen, indem wir tatsächlich die gleichen Wörter, Sätze, Phrasen immer und immer wieder sagen und in der Hoffnung, dass es dann von vielen Seiten dann resoniert durch die Identität. Das ist irgendwie so ein Gedanke, den ich dazu habe. Weil wenn wir alle das Gleiche sagen, aber in unterschiedlichen Formen, dann verfängt es auch nicht. Witzigerweise haben die Piraten das früher mit dem Datenschutz ja exakt genauso gemacht. Das ist exakt dieselbe Geschichte, die auf der rechten Seite steht, nur mit dem einen Unterschied, dass man keine Daten sieht. Also Flüchtlinge sieht man, die kommen an und strömen und so weiter und man hat es greifbar. Leider waren die Daten nicht greifbar und das ist vermutlich auch der Grund, warum das nicht so hundertprozentig auch hängen geblieben ist bei den Menschen, weil einfach nichts da war, dass du anfassen kannst. Das ist nicht greifbar. Und die Geschichte. Du hattest es schon vorhin bei Star Trek Discovery angesprochen. Schöfferhofer-Werbung. Immer wieder denselben Spot mindestens fünfmal wiederholt. Es geht dir irgendwann nicht mehr aus dem Kopf raus. Ja. Und deshalb macht es diese Sache so wahr. Nicht, dass ich jetzt angefangen habe, Schöfferhofer zu trinken, aber ich weiß, dass ich sowas verwende. Dazu komme ich aber auch noch zu diesem, dass man, je öfter man eine Geschichte wiederholt, desto stärker wird das Narrativ auch bestärkt, also dazu komme ich noch. Man nennt das Penetrationswerbung.
Aber was ich noch sagen wollte als Beispiel, wo das tatsächlich auch darum funktioniert, ist bei Thema Chat-Kontrolle. Tatsächlich hatte relativ früh den Begriff gefunden, vor drei Jahren, hatte dann auch die Domain entsprechend präsentiert und dann im Team immer wieder über Chat-Kontrolle gesprochen, gegenüber den Medien immer wieder Chat-Kontrolle gesagt. Und jetzt ist der ganze Effort, die ganze Bemühung auch von anderen NGOs benutzt, dieses Wort, das Patrick damals geprägt hatte. Und erst, das ist die einzige Chance, eine gewisse Dynamik auch hinterzukriegen. Also tatsächlich, Worte, Words do matter, ja, wie der Spanier sagt. Machen wir weiter? Noch eine Stellschraube, die vierte. Das ist die Auswahl des Protagonisten. Das ist hier einmal die Geflüchteten versus Merkel. Dadurch, dass wir entscheiden, wer in der Geschichte als Protagonist aktiv handelt, wählen wir auch das Genre. Wenn wir die Geschichte über Greta Thunberg erzählen, dann ist das in aller Regel eine Heldinnengeschichte. Und das ist allein schon, also wir können sehr viele Geschichten über Klimaschutz erzählen. Wenn wir Greta als Protagonist auswählen, dann ist es halt wirklich ein Heldenepos, so gesehen. Wenn wir das, was weiß ich, irgendwas anderes als Protagonist auswählen, zum Beispiel der Aufschwung der erneuerbaren Energien oder so, das ist keine Heldengeschichte mehr. Es gibt noch mehr Stellschrauben. Die nächste Stellschraube ist das Ziel bzw. das Wunschobjekt, was der Protagonist erreichen möchte. Das Ziel kann man verändern, wenn der Protagonist negativ oder positiv dargestellt werden soll. Zum Beispiel Trump geht es um das Wohl Amerikas. Das heißt, sein Ziel fährt positiv auf ihn zurück. Aber wenn wir sagen, die Grünen wollen die Autos verbieten, dann fährt dieses Ziel negativ auf die Grünen zurück. Genauso wie aber auch den Protagonisten kann man auch den Antagonisten verändern. Dann sind zum Beispiel plötzlich die Flüchtlinge schuld an der Arbeitslosigkeit. Helfer wäre das nächste. Helfer haben sehr häufig eine verschwörungstheoretische Ansicht. Da ist dann plötzlich das Kapital schuld, das internationale Judentum, was weiß ich. Durch den Austausch von Antagonisten und Helfer kann man auch Dinge in eine Geschichte einbauen, die durch Fakten nicht unbedingt zu belegen sind. Wie gesagt, das sind Geschichten, das sind Konstrukte. Die Stellschrauben 8 und 9 sind die Auftraggeber und die Nutznießer eines Ziels. Auftraggeber hat man sehr oft bei klassischen Verschwörungstheorien. Was weiß ich, die Echsenmenschen oder irgendwie sowas. Die Nutznießer hat man dann häufig, wenn man, also die Nutznießer verändert man, wenn man bestimmte Narrative, wie zum Beispiel das, was in Griechenland passiert ist, verändern möchte. Also entweder in der einen Geschichte über das, was in Griechenland war, ist Griechenland selbst der Nutznießer, aber in der nächsten Geschichte sind plötzlich die Banken diejenigen, die davon profitiert haben und nicht Griechenland selbst. Die letzten beiden Stellschrauben gehören jetzt nicht unbedingt zur Geschichte selbst, sondern es sind die Erzählperspektive und der Erzähler. Die Erzählperspektive ist deswegen wichtig, weil zum Beispiel eine Ich-Perspektive nochmal eine ganz andere emotionale Wirkung entfalten kann als eine autorial erzählte Geschichte. Mit zum Beispiel einer Ich-Perspektive ist man persönlicher, man ist emotionaler und auch der Zuhörer fühlt sich tiefer mit einem verbunden. Und es erfolgt in der Regel eine recht gute Identifikation mit der Hauptfigur, also in der Regel ich. Das ist nicht nur beim politischen Storytelling so, das ist Grundlage für das Schreiben von Romanen. Ein autorialer Erzähler hingegen ist weiter weg. Wenn ich eine Geschichte über jemand anderen erzähle, dann seid ihr emotional nicht so nah dran, wie als wenn ich die Geschichte über mich selbst erzählen würde. Dafür wird häufig der Eindruck von Objektivität vermittelt. Es muss nicht Objektivität vorherrschen, aber Leute denken es zumindest unbewusst. Wenn mehrere Perspektiven eingebaut werden, wird es facettenreicher. Das heißt, man hat mehrere Blickwinkel auf verschiedene Dinge, auf ein Thema. Aber je mehr Blickwinkel, desto objektiver wird es zwar und desto facettenreicher wird es aber auch, desto weniger emotional. Also man muss immer gucken, abwägen, möchte ich meinen Zuhörer emotional erreichen oder möchte ich so viele Blickwinkel wie möglich an meinen Zuhörer senden. Das heißt nicht, dass wir so viele Blickwinkel wie möglich
wirklich selbst aufnehmen sollten. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Erzähler kann entweder ein Selbstbetroffener sein, häufig dann bei Ich-Geschichten, oder aber auch ein Außenstehender. Und es ist auch noch wichtig, wer der Erzähler ist. Ist er Teil der herrschenden politischen Elite oder ist es eine Piratenpartei? Ist es jemand, der bei irgendwas gewonnen hat oder verloren? Wenn ich eine Geschichte über ein Wettrennen erzähle, dann wird der Gewinner mal komplett anders darüber erzählen als der Verlierer. Auch wenn es ja ein und dieselbe Geschichte ist, aber es ist unterschiedlich erzählt, wird unterschiedlich rübergebracht und es spricht unterschiedliche Emotionen an. Bei einem Sieger freuen wir uns eher mit, bei einem Verlierer empfinden wir eher Mitleid. Das ist mal wirklich so ganz banal, aber so ist es bei allen Sachen. Es ist eigentlich immer essentiell, wer eine Geschichte erzählt und über wen er sie erzählt. Noch ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt vom Thema Armut reden. Erzählt jemand vom Jobcenter über die Hartz-IV-Bezieher oder jemand, der selbst wirklich aktiv davon betroffen ist? Dadurch ändert sich alles andere. Auch ist wichtig, wer erzählt, mit welchen Eigenschaften ist dieser Mensch überhaupt ausgestattet. Wenn ein, ich sag mal, gewaltbereiter Flüchtling erzählt, also oder man über einen gewaltbereiten Flüchtling erzählt, dann hat das was ganz anderes, als wenn es einfach nur Ali aus der Nachbarschaft ist, der halt zufällig türkische Wurzeln hat, was weiß ich. Das hat mal ganz andere, das bedient wiederum ganz andere Emotionen auch im Kopf. Natürlich ist halt immer noch mal davon abhängig, welche Zielgruppe hat es, weil teilweise ist es inzwischen ja schon so aufgeladen, zumindest das Thema, dass man nur Namen erwähnen muss und es ist schon positiv und negativ formuliert. Es gibt auch Macht in Geschichten und diese Stellschrauben machen es ein bisschen deutlich, wie sehr die Macht in Geschichten verändert werden kann. Es ist auch so, wenn wir Geschichten erzählen, wen lassen wir seine Geschichten als Organisation erzählen und wen nicht? Beziehungsweise subtiler, wessen Geschichten wollen wir hören, wessen Geschichten wollen wir nicht hören? Beziehungsweise weitergeben. Weil es gibt ja auch Geschichten, die wir nicht weitertragen wollen, durchaus. Dann ist, welche Personengruppen treten als Protagonisten auf und welche nicht? Ich sag's mal so, Geschichten aus der katholischen Kirche werden häufig von männlichen weißen Männern dominiert, als irgendwas anderes. Wieder so ein ganz einfaches, ein banales Beispiel. Dazu halt auch, welche Eigenschaften werden diesen Menschen überhaupt zugesprochen. Das sind Eigenschaften, die müssen nicht aktiv bedient werden. Da reicht ein passiver Eindruck. Dann auch wird von einer Gruppe immer die gleiche Geschichte und das gleiche Narrativ mit verschiedenen Figuren erzählt oder werden ganz unterschiedliche Geschichten erzählt. Also das ist sie bei der AfD, sie erzählt immer die gleiche Geschichte im Endeffekt. Flüchtlinge sind böse, in unterschiedlichen Farben, Formen, Varianten. Ein breiterer Blick auf die Sache wäre, wenn man jetzt wirklich bei geflüchteten Menschen die ganze Brandweite von Geschichten erzählen würde als Partei, die eben alle möglichen Bilder und Blickwinkel auf das Thema eingeben lassen. Aber dadurch kann man es halt ein bisschen fokussieren. Wie viel will ich eigentlich erzählen und was will ich explizit eigentlich nicht erzählen? Wenn wir als Piratenpartei zum Beispiel erzählen wollen, dass sowas wie Uploadfilter vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, das wäre irgendwie sinnlos und gegen unser eigenes Programm, jetzt mal so gesagt. Damit eine Geschichte in einer Gesellschaft Anklang findet, ist es auch immer wichtig, dass sie in der, dass sie auf etwas, also sie muss anhand etwas Anklang finden können. Das wird gerne narrativer Humus genannt. Also damit eine Geschichte in Resonanz treten kann. Ja genau, narrativer Humus. gibt es den sogenannten narrativen Humus, also auf den die Geschichte treffen sollte. Ich erkläre es mal genauer. Es reicht nicht, so eine mitreißende Geschichte zu erfinden, um erfolgreich Politik zu machen. Weil damit wären wir eigentlich, nicht unbedingt erfolgreich, aber wir könnten uns die schönsten Sachen ausdenken und uns dann wundern, warum interessiert das eigentlich keinen. Liegt eigentlich daran, dass Narrative und Geschichten immer untereinander vernetzt sind. Das ist so ähnlich wie bei einem Spin-off.
wenn wir sagen, wir haben hier das Grundwerk und da ist das Spin-off davon, da ist das Spin-off davon, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber das sind ja Sachen, die untereinander vernetzt sind. Das eine baut auf das andere auf. Das Ganze haben wir auch bei uns in der Literatur, in der Kunst, in der Wissenschaft, aber auch sowas wie Mythologie. Ein unglaublich altes Narrativ, unglaublich alte Geschichten, die werden heute wieder aufgegriffen. Die sind untereinander vernetzt, deswegen finden auch Geschichten über, was weiß ich, Odysseus und sowas, deswegen finden die überhaupt Anklang, weil es eben was ist, was schon bei uns existiert hat und immer noch existiert, wenn auch eigentlich ganz unterschwellig. Dieser Humus von verschiedenen Narrativen und Geschichten, die in einer Gesellschaft vorherrschen, werden auch Narratosphäre genannt. Und Narratosphäre, um erfolgreich Politik zu machen, müssen wir auf diese Geschichten, Narrative in der Gesellschaft, darauf müssen wir irgendwie treffen. Wir können nicht komplett dran vorbeireden. Es gibt diese verschiedenen Narrative in der Gesellschaft, kann man zu großen Gruppen zusammenfassen, die dann wiederum Metanarrative heißen. Da gibt es erstmal vier, auch wenn die abgebildet sind, sind vier große Metanarrative, die in unserer Gesellschaft schon sehr, sehr lange verwurzelt sind und mit denen man eigentlich immer in irgendeiner Form auf Resonanz treffen wird. Das erste ist einmal das Leistungsnarrativ. Was wiederum heißt, ausschließlich Leistung führt zum Erfolg. Der Ausgangspunkt ist, Peter ist nicht wohlhabend bzw. gesellschaftlich nicht anerkannt. Peter bringt große Leistung. Das Ende ist, Peter ist wohlhabend und gesellschaftlich anerkannt. Das ist so das Narrativ, das bei uns vorherrscht. Auch wenn es empirisch nicht wirklich belegt ist und auch wenn das Individuum selbst dagegen sein kann. Aber das Narrativ hält sich unglaublich hartnäckig in unserer Gesellschaft. Im politischen Handeln bedeutet das, dass dieses Narrativ darauf hinausläuft, dass man Menschen nicht unbedingt fördern sollte, sondern fordern. Denn sie sind ja eigentlich selbst schuld an ihrer Misere. Das ist jetzt nicht das, was wir als Piratenpartei vertreten wollen, aber das wäre etwas, was Anklang finden würde an diesem Narrativ. Das heißt doch eigentlich ausbeuten, oder? Ja. Das Narrativ zeigt sich bei diversen politischen Diskussionen, unter anderem aber auch sowas wie Gender Pay Gap, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass Frauen nur nicht genug arbeiten, aber auch bei sowas wie der Grundrente. Werden ja davon ausgehen könnten, dass die Menschen einfach nur in ihrer Vergangenheit nicht genug gearbeitet haben, was Bullshit ist. Wir wissen das, aber das Narrativ sagt was anderes. Und aber auch beim BGE. Es widerstrebt den Menschen, einfach so Geld zu geben, ohne dass die Leute irgendwas dafür machen. Wenn eine Partei dieses Narrativ... Wenn wir mit dem BGE als Partei erfolgreich sein wollen, dann müssen wir ein Narrativ erfinden, das auf diesem Leistungsnarrativ aufbaut, das allerdings das BGE positiv verkauft. Also wir müssen gucken, dass wir mit dem BGE, mit diesem Leistungsnarrativ in positiver Hinsicht in Resonanz treten. Dass es nicht dann sofort heißt, so, aber die Leute schaffen doch eh nichts und keiner geht mehr arbeiten und mi. Ihr kennt die ganzen Argumente. Das nächste große Narrativ, beziehungsweise sind es zwei Narrative. Das eine ist ein Wachstumsnarrativ. Also die quantitative Vermehrung von etwas ist der Normalzustand. Es gibt eine bestimmte Menge eines Guts. Man macht irgendwas, damit das noch mehr wird und man hat mehr davon. Das Narrativ das gibt es auch noch. Das nimmt Krebs. Auch. Das Ganze haben wir auch nochmal auf individueller Ebene. Dann wäre es das Entwicklungsnarrativ. Also die Menschen wollen, müssen, sollen, können sich ihr ganzes Leben lang weiterentwickeln. Und die gesellschaftlichen Auswirkungen von sowas sind dann die Forderung nach lebenslangem Lernen und der Drang zu immer höherer Bildung. Die gesamte Ratgeberliteratur beruht eigentlich auf dem Entwicklungsnarrativ und auf dem Narrativ, dass wir uns immer verbessern müssen oder verbessern können, verbessern wollen, was auch immer. Politische Geschichten, die auf diesen vor allem auf dem Wachstums- und dem Entwicklungsnarrativ fußen,
sind dann eigentlich eine recht sichere Bank oder auch die haben wir in der Piratenpartei. Das ist mehr Wohlstand, mehr Bildung, mehr Sicherheit, mehr Zukunft etc. pp. Also damit sollten wir eigentlich weniger Probleme haben. Das letzte große Narrativ ist das Marktnarrativ. Und zwar der Markt sorgt dafür, dass es allen gut geht, der Markt regelt. Das heißt, eine Gesellschaft hat ein gewisses Wohlstandsniveau und auf einem möglichst freien Markt werden Güter und Dienstleistungen gehandelt und der Wohlstand der Gesellschaft ist damit entweder gesichert oder er wächst sogar noch an. Entspricht auch nicht unbedingt der Realität Deutschlands, aber wie gesagt, es ist ein Narrativ. Eine sehr prominente Variante dieses Narrativs ist das neoliberale Ökonomienarrativ. Also, dass der Staat sich aus dem Markt komplett rauszuhalten hat. Das Marktnarrativ und auch das Ökonomienarrativ wird in vielen Diskursen mit anderen Narrativen sehr eng verknüpft. Zum Beispiel, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung angeht oder der Individualismus. Greifen wir den Markt an, greifen wir auch sofort die Demokratie und die eigene Freiheit an. Es gibt zwar keinen Sinn, aber diese Narrative treten so stark und dann an Resonanz, dass es sofort in den Köpfen der Menschen so verankert ist. Man kann das Narrativ auch anders schlagen, indem man es nicht unbedingt angreift. Man kann zum Beispiel fragen, ob das Gesundheitssystem jetzt wirklich privatisiert sein soll oder ob es noch mehr in öffentliche Hand gehört. Oder auch wie es beim Wohnen aussieht. Das kann man im Sinne von Gemeinschaft, sogenannten Zukunftsnarrativen für die gesamte Gemeinschaft entwickeln und indem man fragt, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich in Zukunft lesen, in welcher leben, das kann man dann zusammen auch mit der Bevölkerung zusammen entwickeln, dadurch eine positive Zukunftsmessage heraussenden, ohne gleich zu sagen, wir wollen dieses Narrativ angreifen, weil es ein Monster ist. Das wäre hier wieder eine Kontrastory. Es gibt noch andere große Narrative, zum Beispiel das Maskulinitätsnarrativ oder das Xenophobie-Narrativ, das Narrativ der kulturellen Überlegenheit des Westens, auch das Rationalitätsnarrativ, was sich ja durchaus der Piratenpartei sehr hartnäckig hält. Aber es gibt noch zwei andere große Metanarrative, die recht neu sind. Das sind einerseits das Klimaschutznarrativ. Man kann mit diesem Narrativ, ich hatte es ja schon angesprochen, man kann entweder Utopien entwerfen oder auch eine totale Dystopie zeichnen. Das Ganze hat man auch ein Digitalisierungsnarrativ. Da wäre zum Beispiel eine Dystopie, dass die Arbeitsplätze wegfallen, dass die KI die Kontrolle über die Menschheit übernimmt und was weiß ich alles. Eine Utopie wäre dann der Wohlstand, Fortschritt, Bildung. Das greift dann wieder auf das Wachstumsnarrativ zurück. Und damit treten diese beiden Narrative auch wieder in positive Resonanz miteinander. Ich glaube, jetzt langsam versteht ihr hoffentlich, worauf ich hinaus will. Wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, es ist sehr auffällig, dass es wenig Pro-Geschichten zur Digitalisierung gibt. Und darauf, genau da können wir als Piratenpartei mega gut ansetzen, weil das eines unserer absoluten Kernthemen ist. Pro-Geschichten dienen zum Beispiel auf eine aktive Gestaltung der Digitalisierung ab. Also, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und welche Rolle soll die Digitalisierung dabei spielen, anstatt dass wir sagen, ja, die ist halt da, wir müssen uns irgendwie dran anpassen und wir können ja noch besser machen, als wir es tun. Ich denke, es gibt sehr viele Möglichkeiten, die uns auch der Vergleich mit anderen Ländern bietet, zum Beispiel, dass die Ukraine es besser hinbekommt in einem Krieg als wir. Das kann man positiv erwusten, also ist auf jeden Fall möglich und damit würden wir uns auch recht gut abheben. Ich bin jetzt nicht mit der Kampagne der FDP dazu vertraut, aber ich denke mal, dann wären wir auch wirklich die einzigen Parteien, die dahingehend eine gute, positive Pro-Geschichte haben. Da will ich auch nochmal darauf zurückgreifen, dazu, dass es wichtig ist, wo wir uns als Bevölkerung in der Geschichte eigentlich verankern. Sind wir die Protagonisten? Also handeln wir? Nutzen wir die Digitalisierung für unseren Vorteil oder sind wir eigentlich nur das Wunschobjekt, das Ziel? Sind wir das Ziel der Digitalisierung über uns hinweg? Also Entschuldigung, wenn wir diskutieren hier über den Elefant im Raum. Der Elefant ist nämlich derjenige. Die Frage ist, wie wollen wir zukünftig so leben, dass es uns dabei gut geht? Das sage ich ja die ganze Zeit. Deswegen,
Zukunftsnarrative gestalten sich halt so, also Pro-Narrative, ist die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft in Zukunft leben? Welche Rolle soll dabei die Digitalisierung spielen, die Globalisierung etc. pp.? Das sind halt positive Zukunftsnarrative, die wir entwickeln könnten als Partei und die wir auch verbreiten können als Partei. Politische Narrative, wie gesagt, in Pro- und Kontraversionen, sind auf jeden Fall erstmal erfolgreich, wenn sie auf Resonanz in der Gesellschaft treffen. Also wenn sie irgendwelche bereits bestehende Narrative aufgreifen, daran anknüpfen. Wirklich, sag mal, was macht ihr die ganze Zeit? Habt ihr es? Können wir weitermachen? Ja, klar. Ich habe versucht, möglichst störungsarm zu wirken. Hat nicht funktioniert. Nee, auch nicht. Ich war fast wahnsinnig ganz so spitz, wie ich dachte. Genau. Wie gesagt, wir können erstmal Erfolg haben, wenn wir in irgendeiner Weise in Resonanz treten. Langfristig, das ist dann schon einen Schritt weiter gedacht, müssen wir aber eigene Narrative entwickeln, bestenfalls haben wir die dann schon. Damit sollte die Resonanz vielleicht sogar abflachen, wir aber immer noch unsere Narrative haben, die dann auch prominent in den Vordergrund treten. Genau. Auf der politischen Ebene bedeutet das halt, dass Zustimmung und Ablehnung der Politik damit zusammenhängen, ob es ein Geschichtenrepertoire gibt, das man zusammen mit der Bevölkerung teilt oder eben nicht. Und da geht es nicht um die Bevölkerung als Ganzes, es reichen auch relevante Gruppen. Weil die AfD hat auch nur einen kleinen Teil der Bevölkerung, mit dem sie ein Repertoire an Geschichten teilt. In diesem Teil ist sie unglaublich erfolgreich. Resonanz, hat wahrscheinlich auch jeder schon verstanden, ist auch sowas wie Sinn. Also wir versuchen auch immer den Sinn hinter Geschichten und Narrativen zu erkennen. Wenn wir über Digitalisierung reden, dann brauchen wir einen Sinn dahinter. Warum brauchen wir dieses Ding überhaupt und was macht es für uns besser? Wir suchen in allem, auch mit Geschichten und Narrativen, immer nach dem Sinn von etwas. Ist auch unter anderem ein Grund, warum es die SPD so schwer hat, weil deren Basisnarrative immer noch auf einem sehr veralterten Konzept beruhen, nämlich Arbeiter versus Kapital. Und das ist das, was wir ganz am Anfang hatten, im soziologischen, makrosoziologischen Ansatz. Aber wir haben auch gesehen, dass diese Milieus abschmelzen. Die SPD hat ein gutes Klientel von Stammwählern und sie hatte den Vorteil, sie war die einzige Kraft, die gegen Laschet ankam. Aber ansonsten hat die SPD eigentlich so gesehen nicht mehr viel zu bieten an Eigenleistungen. Das sollte die SPD eigentlich auch ändern, ja? Insbesondere die FDP hat dieses Narrativ des Trickle-Downs. Das heißt, wenn nur oben genug reingeschmissen wird, wird unten schon ausreichend genug für alle ankommen. Mhm. Und das hat lange Zeit die SPD auch favorisiert. Kurze Frage, wir haben jetzt ungefähr 10 nach 4. Oh, sorry. Ja, dann keine Unterbrechung mehr, dann beeile ich mich. Alles klar, dann machen wir weiter. Ein schönes Beispiel dazu, dass wir in Resonanz treten müssen. Steht da. Ich glaube, ich muss nicht mehr viel zu sagen. Mit diesem Plakat haben wir einerseits kein Narrativ in der Gesellschaft angesprochen und andererseits allein der gesamte Slogan, den wir benutzt haben bei der letzten LTW, ist eine Kontrageschichte. Also auch nicht unbedingt etwas, was wir wieder wiederholen sollten. Oder Narrativ ist ja schon das, was auf Plakaten an sich ja, Mist steht. Ja, aber das muss auf Resonanz in der Gesellschaft treffen. Außerdem ist es geklaut von der Partei, ne? Was? Nee. Leute, keine Diskussion mehr, wir müssen weitermachen. Ohne Slogan. Wieder ein Beispiel aus der Bundestagswahl 2017. Was auch nach immer noch wie heute gilt. Viele Parteien versuchen mit dem Narrativ für Sicherheit Wähler zu fischen. Das ist In- und Außenpolitik. Umwelt und Klima, soziale Themen, Versorgungssicherheit, auch die Sicherheit im Netz, was ja wiederum auf uns ist.
Die Wähler der Grünen haben vor allem wegen dem Narrativ der Umwelt- und Klimasicherheit die Grünen gewählt. Und die Wähler der AfD haben vor allem, was Geflüchtete angeht, also auch das Sicherheitsbedürfnis. Deswegen wurde diese Partei hauptsächlich gewählt. Was 2017 sehr interessant war, ist, dass keine Partei Wähler explizit wegen der sozialen Sicherheit für sich gewinnen konnte. Also auch nicht mal die Linken oder auch nicht die SPD. Das BGE, das ist soziale Sicherheit. Ja, aber wie gesagt, es ging jetzt um die Großlandheim bei der Bundestagswahl 2017. Ah. Und wirklich gut abgeschnitten haben wir da auch nicht. Aber vielleicht gibt es ja gefühlt genug soziale Sicherheit für die Deutschen. Für die Mehrheit. Wollte ich ganz kurz was sagen darf. Lange Zeit hat sich die Linke auch gegen einen BGE gewollt. Ja, wir müssen weitermachen. Sonst werden wir hier nicht fertig. Und so viel ist auch nicht mehr. Keine Sorge, Sebastian. Der Bezugsrahmen ist halt auch so aufgebaut, dass es im Idealfall ein Weltbild gibt, auf das man aufbauen kann und auf dessen Basis man unterschiedliche Standpunkte ausgerichtet haben. Dieses Weltbild ist im Idealfall die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist zwar auch nichts anderes als ein Narrativ, aber es ist zumindest ein Narrativ, was in unseren Augen erstmal das Sinnvollste darstellt. Was wir in Deutschland allerdings haben, ist, dass wir unterschiedliche Weltbilder haben, die nebeneinander koexistieren. Die Klimawandelleugner, die Corona-Leugner, die negieren, dass die Wissenschaft in irgendeiner Weise was Wahres behauptet. Und sie machen das auf eine ganz perfide Art und Weise. Sie sagen nämlich nicht, die Wissenschaft lügt, sondern nein, ich habe die falschen Fakten, ich habe meine alternativen Fakten. Und diese alternativen Fakten haben sie allerdings auch nirgendwo her. Weil selbst von radikale Christen, die Evolutionstheorie widerlegen würden, die haben wenigstens ihre Bibel, auf der sie sich also als ihre Faktengrundlage. Aber Klimawandelleugner, Corona-Leugner, die haben keine Basis. Die können sich einfach irgendwas aus den Ärmel ziehen. Und deswegen kann man sie auch nicht angreifen, weil es keine Basis gibt, auf deren Basis man sie angreifen könnte. Aber das machen ganz viele Politiker, ne? Das passiert aber bei Drogenpolitik auch. Das sind ganz große Professoren in Frankfurt, die alles belegen vom Frankfurter Weg. Und dann kommen aber CDU-Politiker und sagen, das stimmt nicht. Ja. Ich meine, das ist so krass, weil das sind genau die, die das Wort Corona-Leugner erfunden haben, aber in anderen Bereichen auch nicht auf die Wissenschaft hören. Muss ich jetzt einfach mal loswerden. Wir müssen fertig werden. Damit eine Gemeinschaft und also beziehungsweise ein Nationalstaat funktionieren kann, braucht man eigentlich gemeinsame Basisnarrative. Wer man ist und wie die Welt funktioniert. Damit eine Piratenpartei funktionieren kann, braucht sie ein gemeinsames Basisnarrativ, wer sie ist und wie die Piratenpartei funktioniert. Pluralität kann es nämlich nur geben, wenn wir uns auf eine Grundlage einigen. Wenn wir zwei parallele Flügel haben, die nebeneinander koexistieren und sich nicht mal auf die grundlegendsten Dinge einigen können, dann stört das unsere Demokratie. Das ist gefährlich für unsere Gesellschaft und für unsere Partei. Also dieses Motto, ich habe eine gemeinsame Basis, du auch. Ja. Es gibt noch zwei schöne Begriffe, nämlich die narrative Intelligenz, die narrative Dummheit. Etwas, woran man auch sehr gut erkennen kann, warum gewisse Narrative, obwohl wir sie aus unserer Sicht für sehr absolut bescheuert halten, warum die funktionieren. Narrativ dumm ist zum Beispiel jemand, der einzelne Geschichten für bare Münzen hält. Inzwischen sollten wir eigentlich wissen, dass eine Welt aus verschiedenen Geschichten und Narrativen besteht und es nicht die eine Wahrheit gibt. Das heißt, wenn man ein gescheites Bild von der Gesellschaft haben möchte, dann sollte man zuhören und zwar alle möglichen Narrative erstmal in sich aufnehmen. Und nicht einfach die erstbeste Geschichte hören und sagen, jo, das stimmt, weil das ist die einfachste. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Die einfachste Geschichte, die mit der einfachsten Lösungsansatz, die wird gerne für wahr gehalten. Das sehen wir bei der AfD sehr gut. Das sind vor allem unter anderem auch die Sündenbock-Geschichten. Die funktionieren nicht nur gut, weil sie einfach sind, sondern auch, weil sie das Problem an jemand Dritten auslagern. Keiner sucht gerne den Fehler bei sich selbst. Der Arbeitslose würde eher sagen, die Flüchtlinge sind schuld, als dass er vielleicht selbst schuld an seiner eigenen Situation ist oder dass es vielleicht halt wirklich mal die CDU ist und die AfD auch nicht besser macht. Wirklich, er sucht sich einfach das einfachste Narrativ, an dem er sich festhalten kann. Wie gesagt, um halt nicht im negativen Loch zu versinken, dass man das, indem man eigentlich, also
jemand, den ich aber nicht selbst suchen würde. In dieser Variante der narrativen Dummheit geht es halt wirklich explizit immer um Geschichten, die irgendwas mit Eliminieren oder Ausgrenzen zu tun haben. Wir müssen uns auch überlegen, inwiefern wir das als Piratenpartei überhaupt weiter propagieren wollen, weil wir eigentlich sagen wollen, wir wollen eine Gemeinschaft mit allen. Irgendwie wollen da halt das Beste für alle herausfinden. Narrative Dummheit bedeutet auch nur erzählen und nie zuhören. Also zuhören heißt, dass man nicht nach jedem dritten Satz unterbricht und sagt, ja, aber. Sondern wirklich zuhören bis zum Ende und am besten dann gar nichts mehr dazu sagen. Dazu komme ich gleich nochmal. Wie gesagt, Populisten wählen immer die einfachste Geschichte für sich, um an die narrative Dummheit ihrer Wähler anzudocken. Die machen das ganz bewusst, die wissen, was sie tun. Und die wissen auch, dass es eine Bevölkerungsschicht gibt, die auf diese narrative Dummheit anspricht. Und wir haben es jetzt auch schon öfter gehört, diese ganzen Counter-Stories bringen nichts. Einfach auch, weil unterschiedliche Weltbilder aufeinanderprassen. Um zum Beispiel sowas wie die AfD langfristig zu entkräften, bräuchte es positive Zukunftsnarrative, die nicht gleich Counter-Stories sind, sondern die nochmal auf die Bedürfnisse, die eigentlich dem Narrativ zugrunde liegen, ansprechen, damit man die Leute damit in eine bessere Zukunft mitnehmen kann. Das ist eigentlich auch schon ein Teil dessen hier. Das How-to-Storytelling. Wir hatten das heute Vormittag schon mal. Es geht darum, um die Ethik. Jetzt haben wir Sebastians Vortrag. Es geht um die Ethik des Erfindens und Erzählens einer Geschichte. Unter anderem. Das erste ist zuhören, bevor man erzählt. Das ist etwas, was vor allem Politiker lernen müssen. Zuhören. Damit meine ich wirklich, man hört zu, danach hält man die Klappe und geht weg und macht sich selbst Gedanken darüber. Es geht nicht darum, Lösungsansätze zu erfinden. Es geht nicht darum, gleich helfen zu wollen. Das ist befremdlich für unsere Gesellschaft. Aber wenn wir nicht wissen, wie die Menschen wirklich denken, was ihre Probleme sind, und das werden wir nicht herausfinden können, indem wir ständig reingrätschen mit Ja, aber, dann wissen wir auch nicht, wie wir als Partei auf Resonanz treffen können. Was auch wichtig ist, keine exklusiven Geschichten. Also keine Geschichten, die jemanden ausgrenzen oder keine Einzelfallgeschichten, weil man gerne dazu neigt, Geschichten als Modellbilden zu betrachten. Wenn wir also wirklich einen Einzelfall mit rausnehmen, sollten wir das besser gar nicht machen und wenn wir es unbedingt tun, auch explizit erwähnen, weil sonst ist schnell der eine gewaltbereite Flüchtling alle Flüchtlinge in ganz Deutschland. Verschiedene Perspektiven hatten wir ja schon. Führt halt im Endeffekt dazu, dass das Bild, was wir erzählen wollen, vollständiger ist und objektiver quasi ist. Also je weniger Perspektiven, desto mehr Emotionen sprechen wir an, aber desto einseitiger ist auch das Bild. Das ist so ein Abwägen von Dingen, wie weit wollen wir gehen. So vollständig wie möglich. Wir hatten das Beispiel mit, die AfD hat den Krieg rausgelassen und sofort bei Merkel und den Grenzen begonnen. Je vollständiger eine Geschichte ist, desto weniger ethisch bedenklich handeln wir auch. Dann Geschichten müssen auf Resonanz treffen. Sechstens auch so wahr wie möglich. Es ist natürlich immer schwierig zu erkennen, wo ist jetzt die Wahrheit? Wer sagt jetzt die Wahrheit? Aber wenn wir es nicht zumindest versuchen, an der Wahrheit zu bleiben, dann sind wir auf einer Stufe mit Populisten. Und das wollen wir definitiv auch nicht. Der Status einer Geschichte ist auch wichtig. Haben wir das selbst erlebt? Ist das Hörensagen? Ist das ein Beispiel, was wir erzählen? Ist es eine alte Geschichte? Ist es eine neue Geschichte? Es ist auch immer wichtig, sowas mit zu kommunizieren, wenn man eine Geschichte erzählt. Meistens könnte eine Modellgeschichte, die man einfach so erfunden hat, plötzlich von Zuhörer als das hat man wirklich erlebt genommen werden. Also verschiebt sich unter Umständen alles, was man eigentlich transportieren möchte damit. Dann, welche Narrative und Frames werden bedient? Also benutze ich Worte wie Klimakrise und so weiter und treffe damit sofort auf negative Emotionen. Dann die richtige Balance zwischen strategischem und authentischem Erzählen. Man kann als Partei und Organisation durchaus Geschichten modellieren. Man kann die ganzen Narrative, die man sagen möchte, modellieren, sollte man auch. Man hat es an den Plakaten gesehen. Allerdings kann es dann durchaus ein bisschen gekünstelt wirken und es kommt immer besser an, wenn man authentisch erzählt. Das sind zum Beispiel die Kandidaten, die von ihren eigenen Erlebnissen im Fernsehauftritt berichten oder was auch immer. Wenn wir da eine richtige Balance finden, kommt es auch bei den Wählern mitunter am besten an. Wenn wir nur authentisch erzählen, sind wir ein Chaotenhaufen, der keinen Plan hat
Und wenn wir nur Strategie machen, dann wirkt es sehr gekünstelt, mal abgesehen davon, dass es in der Piratenpartei definitiv nicht funktionieren wird. Und dann halt, wie gesagt, die attraktiven und glaubwürdigen Zukunftsnarrative, damit wir auch irgendeine Alternative zu den ganzen Monster- und Anpassungsgeschichten bieten, die in unserer Gesellschaft so rumgeistern aktuell. Wir haben es nochmal zuhören. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man einen extra Raum nutzen, Leute einladen, sie erzählen lassen, danach gehen alle wieder auseinander. Oder man gibt wirklich spezielle narrative Interviews mit den Menschen. Das heißt, man gibt ihnen Denkanstöße und lässt sie dann einfach frei erzählen. Das kann man auch bei der Bahn machen, an der Bushaltestelle, beim Gespräch mit dem Arbeitskollegen, was auch immer. Man kann es also als Politiker in sein eigenes Handeln mit einfließen lassen. Das ist übrigens die letzte Folie. Dadurch verstehen wir halt die eigentlichen Bedürfnisse und Wünsche der Leute und können dann damit aktiv in Resonanz treten. Weil nichts ist frustrierender, als wenn wir die beste Kampagne entwickeln, aber total an der Bevölkerung vorbeireden. Also klar, wir haben ja unser Streit über, wir müssen aber die Kernthemen machen, wir müssen jetzt aber in den Landtagswahlkampf einbringen, dass dieses Informationsfreiheitsgesetz, Satzung, Dingsbums, dass man das aktuell versucht, ziemlich zu zerstören, abgesehen davon, das ist eh schlecht, aber das trifft nicht auf so viel Resonanz in der Gesellschaft, als jetzt nicht die soziale Sicherheit ist. Oder leider immer noch Klimaschutz. Das heißt, wir können bei einem Wahlkampf gucken, was trifft auf Resonanz und wie viel von unseren Kernthemen wollen wir mit reinnehmen? Wie verwischen wir das am besten, damit wir beides bedient haben? Weil ich nur das eine oder nur das andere ist zum Scheitern verurteilt. Entweder außerparteilich oder innerparteilich. Meiner Meinung nach. Genau.